einen turbulenten Freitag. Folgt ein recht ruhiger Samstag im Vergleich zumindest zum Freitag. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Westwetter zur morgendlichen Wettervorhersage. Wie gewohnt um 5 Uhr hier auf diesem Kanal. Am Anfang dieses Videos schauen wir mal auf einen neuen Rekord, den England jetzt hat, mit einer neuen Höchstgeschwindigkeit an Wind. Dort gab es auf der Isle of Wight, ja, eine Insel im Ärmelkanal, 196 km/h. Das ist schon ordentlich, was du hast. Dort hat das ganze Dächer abgeweht und Bäume sind dort, oder eher gesagt, Dutzende Bäume sind dort umgestürzt. Jetzt kommen wir auf die Windgeschwindigkeiten von NRW zu sprechen. Fangen wir mit dem kleinen Asten an. Das ist eine exponierte Lage. Dort hatten wir 125 km/h. Aber wenn wir dann schon deutlich ins Flachland gehen, nach Münster-Osnabrück, dort hatten wir schon 122 km/h, sowie auch Köln-Bonn ist auch im Flachland mit 114 km/h. Das ist eine orkanartige Böe, aber fast eine Orkanböe. Sowie auch Gütersloh, dort gab es auch heftigste Böen. Schauen wir auf die Wetterlage für den heutigen Samstag und da sehen wir das abziehende Tief oder das Orkantief jetzt. Und da könnte sich jetzt vor England und Schottland ein neues kleines Tief bilden. Und das könnte dann am Sonntag zu uns kommen mit einer Kaltfront und einer Warmfront und sehr, sehr viel Regen. Unter anderem sieht man dann auch noch ein Tief Richtung Island und noch ein Hoch auf dem Atlantik. Das dümpelt da schon eine Zeit rum. Nur die Frage ist, wann kommt es bei uns in diese Richtung? Schauen wir jetzt auf das Wetter am Samstag und da schauen wir erstmal auf die Temperaturen in den höheren Lagen, also Sauerland und Eifel. Dort hatten wir 6 bis 7 Grad oder werden wir 6 bis 7 Grad haben. Und wenn wir dann an den Rhein kommen, dann wird es schon deutlich wärmer werden mit Temperaturen zwischen 8 und 9. Örtlich sind auch entlang des Rheins 10 Grad möglich. Im Nordosten von NRW werden wir so 7 bis die 9 Grad erreichen. Gucken wir auf den Sonntag, denn in der Nacht zum Sonntag, dort wird dann schon Regen aufkommen, der auch mal etwas intensiver sein kann, vor allem nach Westen hin, also westlich des Rheins. Die Temperaturen liegen dabei bei 8 bis 9 Grad in den höheren Lagen, also Sauerland und Eifel. Auf dem kahlen Asten kann es auch ein bisschen schneien. Sonst haben wir meist 10 bis 11, eventuell auch entlang des Rheins um die 12 Grad und es wird dazu noch recht windig werden. Schauen wir jetzt auf die Wetterlage, die wir in der Nacht von Sonntag auf Montag haben werden. Dort wird es nämlich wieder spannend. Einige Wettermodelle sehen eine Kaltfront, die von Nordwesten nach NRW und Niedersachsen reindrücken wird mit orkanartigen Böen, die dann da möglich sein werden. Das kann man jetzt hier gut erkennen an diesen roten Farben. Davor gibt es noch dieses kräftige Regengebiet, das uns dann am Abend auch verlassen wird. Aber die Kaltfront gibt es direkt hinter dieses Regengebiet. Schauen wir auf die Windböen, auch nach dem alten Modell des Deutschen Wetterdienstes. Und da sehen wir schon diese lilanen bis pinken Farben. Und das heißt nichts Gutes, denn die lilanen bis pinken Farben bedeuten schwere Orkanböen oder eher gesagt schwere Sturmböen bis Orkanböen bis ins Flachland könnte es die dann geben. Je weiter man nach Nordosten kommt, desto ruhiger wird es. Und je weiter man nach Südwesten kommt, desto ruppiger wird der Wind. Und dann schauen wir jetzt auf den Montag. Der wird sehr, sehr wechselhaft wieder werden mit Wind, Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen liegen am Montag bei 5 bis 6 Grad in den höheren Lagen. Dort kann es auch einzelne Wintergewitter geben. Im Flachland kann es auch einzelne Graupelgewitter geben, wo es dann mal ganz kurz durch diesen Graupel weiß werden kann. Und auch Schauer sind auf jeden Fall möglich. Nicht nur Gewitter. Dann schauen wir noch auf die Temperaturen entlang des Rheins. Dort erreichen wir 8 bis 9 Grad. Örtlich sind auch die 10 Grad zu erwarten. Wir sehen uns dann heute Nachmittag hoffentlich wieder, wenn ich es schaffe, das Video zu erstellen. Ansonsten schauen wir jetzt für die kommenden Tage, was noch so berechnet wird und was passiert.